So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video der Google Play Kampagne. Gemeinsam mit Google Play stelle ich euch einige Mobile Games vor und das ist der zweite Part von Super Mario Run. Beim ersten Part haben wir die Welten 1 und 2 gespielt und ich habe mir mittlerweile die Vollversion geholt von dem Spiel, deswegen sind auch alle Level bunt. Und ich habe das dritte Level gespielt und wir könnten theoretisch ins Schloss gehen. Ich habe allerdings auch andere Sachen noch vorbereitet, weil ich habe in Welt 1 alle pinken Münzen gesammelt. Dafür gibt es jetzt die lila Münzen in Welt 1 zu sammeln. Und in der zweiten Welt habe ich die lilanen und die pinken Münzen gesammelt. Dafür gibt es jetzt so dunkelgrüne Münzen zu sammeln. Ich weiß nicht, wie schwer die dunkelgrünen sind. Die lilanen waren auf jeden Fall schon wesentlich schwerer zu sammeln als die pinken. Und das werden wir uns gleich angucken. Allerdings, bevor wir durch alten Content gehen, den wir schon kennen, würde ich sagen, machen wir das Schloss. Hängpartie bei Bowser. Achso, ich sehe übrigens gerade, weil ich meinen Nintendo-Account verknüpft habe, kann ich mir hier Toad holen. Kostet 0 Punkte. Eintauschen. Eine Sache noch, bevor wir ins Level gehen. Da ich die Vollversion gekauft habe, habe ich hier auch ein paar Belohnungen. Noch zu dem Toad, den ich gerade bekommen habe. Deswegen nehmen wir einfach alles mit. Du kannst nun als Toad spielen. Hey. Und dann würde ich sagen, spielen wir doch einfach das Level als Toad. Legt flottes Tempo vor. Haben die verschiedene Stats oder sind die alle gleich? Ich glaube, die sind alle gleich. Sonst würden manche Level ja gar nicht spielbar sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es einfach aus. Wir spielen jetzt als Toad die Hängepartie bei Bowser. Da ist er. Ah, okay. Die Pfeilblöcke nach hinten werfen einen nach hinten. Und da kann ich mich dranhängen. Ich muss ja erstmal die Stage lernen. Hätte ihr direkt ins Gameplay reingeworfen. Okay, da über euch kann ich drüber springen. Und guck mal, jetzt kann ich euch zeigen. Wir sehen, da unten ist eine der Blasen. Deswegen wollten wir auf keinen Fall oben lang. Heißt, wir wollen hier durchlaufen. Genau, und dann hier an der Decke lang klettern. Ich kann auch nochmal antippen, um runterzufallen. Ah ja, okay. So. Dann holen wir uns da noch ein bisschen Money. Und dann sehe ich, dass da noch ein Teil oben ist. Da muss ich an der Decke lang. Das heißt, ich müsste oben drauf. Okay, so viel dazu. So, jetzt haben wir wieder die zweite Münze. Und jetzt... Wieso rollt er sich immer da ab? Ah, warte. Wenn ich da hüpfe... Oh, guck mal. Die Rückwärtsblöcke haben mir geholfen, da oben lang zu gehen. Perfekt. Oh. So viel dazu. Und ich treffe aber trotzdem wieder nicht. So, bitte versuch 2. Rückwärts springen. So, und jetzt muss ich einfach nur tippen, wenn ich runter will und hüpfen. Oh, guck mal, wir haben sie. Sehr schön. Dann müssen wir nur nochmal an der Decke lang. Ich denke, weil da wird die vierte Münze auch sein. Ja, da ist sie. Hallo, Münze Nummer 4. Und wo ist Münze Nummer 5? Etwa da oben an der Decke. Ja, da ist sie. Guck mal, haben wir alle 5 Münzen direkt beim ersten Versuch gesammelt. Das ist eigentlich der zweite Versuch, aber pst. Ja, habt ihr nicht mitbekommen. So, hallo Bowser. Ah, ich freue mich auch, dich zu sehen. It's a... Oh, du bist gehüpft. Okay, solange ich einen Pilz habe, komme ich einfach durch ihn durch. Tschüss, Bowser. Oh, es war nur ein Goomba. Es war Fake, Bowser. Level geschafft. Sehr schön. Ja, wäre ja auch merkwürdig, wenn jetzt hier die Prinzessin wäre. Da wären die anderen Welten ein bisschen sinnfrei. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh nein, nicht Prinzessin Peach. Los, Toad, hol deine Prinzessin zurück. Besiegte Gegner. Warum ist da so ein Feuerball abgebildet? Wie soll ich denn so einen Feuerball töten? Gibt es für jedes Level irgendwie so eigene Gegner, die man besiegen muss? Alter, 10 Rallye-Tickets für Welt 1. Und ein Hämmere die Steinblöcke weg. Was? Okay, wir haben irgendeinen Hammer bekommen. Level aus einer neuen Welt erscheinen nun in der Toad Rally. Okay, wir haben Welt 1 komplett und Welt 2 ist freigeschaltet. Dann gucken wir uns auch noch ein Level in Welt 2 an. Nämlich Welt 2.1 trügerische Türen. Start. Okay. Ach, guck mal, wenn ich hier aus dem Rand rauslaufe, dann erscheine ich nochmal. Dann kann ich mir ganz viel Geld holen. Und ich gehe in die Tür rein, die ich berühre. Okay, und falsche Türen verschwinden. So, dann möchte ich ja eigentlich versuchen, das zu sammeln und jetzt in die obere Tür in der Mitte reinzugehen. Die wird ja die richtige sein. Ja, guck mal, hatte ich sogar recht. So. Dann will ja wahrscheinlich immer versuchen, einfach so weit wie möglich... War das richtig? Nein, das ist richtig. Okay. Gottes Willen, aber ich würde gerne das hier noch mitnehmen, genau. Und jetzt da hoch. Und jetzt durch die Tür. Ich glaube, ich gehe richtig. Oh, das war nicht mal die richtige Tür. Dann war das doch die untere Tür. Okay, dann muss ich einfach so runterklettern. Das ist die richtige Tür. Ja!
Okay. Ein bisschen schwer, die Münzen zu holen, weil es gibt ja immer noch ein Zeitlimit. So. Oh, ich vergesse die ganze Zeit die Steuerung so ein bisschen. Die mittlere Tür? Ja, die mittlere, Gott sei Dank. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Oh, 50 Sekunden. Ich habe doch mehr Zeit als erwartet, aber pst. Wo ist die letzte Münze gewesen? Hey! Nee, 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 wir gehen da nochmal rein und holen uns jetzt die Münze. Ist es jedes Mal eine andere Tür? Aber beim letzten Mal war es doch die hier, oder täusche ich mich? Ah, und die Fake-Türen wackeln. Ah, okay. So. Dann nehmen wir das mit. Und die Türen, die wir rein wollen, ist die dritte. Also ich... Ah, da kommt die Münze, wenn man rüberklettert. Verdammt. Kann ich nochmal... Münze? Kannst du mich zurückwerfen in den Raum? Nein, kann sie nicht. Okay, sehr praktisch. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Dann hole ich die Münze. Dann trampolisiere ich mich nach da oben und kletter einfach zwei Runden im Kreis. Und dann gucken wir, welche Tür wackelt und dann wissen wir, durch welche wir durchgehen. Okay, die rechte Tür wackelt nicht. So, dann gehen wir jetzt durch die rechte Tür. Okay, cool, haben wir das Level geschafft. Maximaler Sprunge! Perfekt. 110 Münzen. Welch schöne Zahl. Und dann schauen wir mal nach den Challenge-Münzen in den anderen Leveln. Hier steht auch schon wieder, dass ich Geister besiegen soll. Keine Ahnung wie oder wo. Aber ich hätte jetzt die lilanen Münzen hier freigeschaltet, die schwerer zu sammeln sind. Das finde ich eigentlich echt cool, dass man jedes Level so dreimal mindestens gut durchspielen kann. So, und ich habe es extra hier unten so gemacht, dass ich in der Welt 1.1 die lilanen Münzen noch sammeln muss und in Welt 1.2 die dunkelgrünen. Deswegen machen wir beides jetzt. Damit wir zum Vergleich zum ersten Part nochmal sehen, wieso die Münzen schwerer versteckt sind. Bei den lila Münzen war es so, dass die auch in Blöcken und sowas sein können. Deswegen einfach Augen offen halten und versuchen, möglichst hoch zu springen. Okay, das ist sehr gut. So. Da muss ich da hochklettern. Okay, das haben wir geschafft. So. Es gibt auch manchmal halt die Sache, dass man zum Beispiel irgendwo unten lang gehen muss, um die lila Münze zu bekommen. Wie zum Beispiel hier. Ich habe es einfach schon erwartet. Ich habe die hier noch nicht gesammelt. Ah gut, das hättet ihr ja gesehen, hätte ich die schon gesammelt. Es war jetzt bestimmt wieder... Oh ne, guck mal, da hinter dem Block. Habe ich nicht geschafft. Aber dafür gibt es diese Blase. Da kann ich mich halt einfach zurücksetzen und dann kann ich es nochmal probieren. Ja, guck mal, jetzt haben wir sie. Sehr schön. Und wir haben sogar noch eine zum Zurücksetzen. Ich gehe einfach nochmal unten lang, weil ich dem Spiel nicht traue. Gucken wir mal. So, kicken wir hier die Gegner weg. Oh oh, ich glaube, ich weiß, wo es war. Aber wir haben dann nur noch 15 Sekunden, um bis zum Ziel zu laufen. Ich glaube, das war in diesem grauen Block da drin. Oh, ich habe es nicht geschafft. Okay, schauen wir mal, ob wir wenigstens noch in der Zeit zum Ziel kommen. Ja, das schaffen wir noch. Okay, dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, jetzt fehlt wieder nur noch eine Münze. Und ich hoffe einfach mal, dass die da oben in diesem Block drin ist. Den ich schon wieder verpasst habe. Ja, da ist sie drin. Okay. Mein Gedanke hat richtig gedacht. Danke, mein Gedanke. Da verliere ich gleich schon das Talent zu sprechen. Aber wir haben alle lila Münzen gesammelt. Finde ich einen fairen Tausch. So, da haben wir alle lila Münzen und jetzt haben wir die grünen freigeschaltet. Oder schwarz? Ich weiß nicht, welche Farbe die darstellen sollen, aber für mich sehen sie dunkelgrün aus. Du hast Rallye-Tickets erhalten. Wollen wir in dem Level nochmal die... Ja, komm. Ich will einfach nur das erste Level einfach die ganze Zeit. Einfach damit ihr so die Unterschiede seht. Ich habe keine Ahnung, wie die dunkelgrünen Münzen versteckt sind. Aber scheinbar hat sich die Stage auch leicht verändert, weil diese Wand kommt mir neu vor. Die Zeit ist auch ein bisschen knapper, oder? Nee, ich glaube, bei der Stage war die immer so kurz. Das sollte noch passen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir halt jetzt solche krassen Stunts da machen, um dann die Münzen mal ranzukommen. So, ich sehe noch keine. Ah, da oben ist eine. Ah ja, wahrscheinlich soll man halt mit diesem einfach allem, was man hat, arbeiten. So, da unten ist eine. Deswegen ab nach hinten für uns. Da rüber und runter rutschen. So. Man kriegt in manchen Stages auch extra Blasen in den Blöcken. Aber nicht immer. Ah, wie zum Beispiel hier. Und die brauche ich auch, um direkt da hochzukommen. Wie komme ich da hoch? Ich glaube, wenn ich hier passend springe, komme ich an den Block hoch. Nee, komme ich nicht.
muss ich eventuell die Stage nochmal spielen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber wir können ja gucken, wo die letzte Münze ist. Ich sehe sie nicht. Okay, das wird schwer. Ah, ich soll einen Wandsprung zur Seite machen. Ich verstehe schon. Okay. Oh, Gottes Willen. So muss ich da hochklettern. Okay, dann haben wir Münze Nummer 4. Aber wo zur Hölle ist Münze Nummer 5? Vielleicht taucht die hier irgendwie auf, wenn ich hier so rumlaufe. Oder die ist in einem der Blöcke. Ist sie hier unten? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo die letzte Münze ist. Meine Zeit wird auslaufen. Aber ich will wenigstens wissen, ob sie da drin ist. Halt, ich will dagegen hüpfen. Meine Zeit läuft eh aus. Hä? Irgendwo hier muss die letzte Münze versteckt sein. Mir wurde auch gerade erklärt, dass der Anfängermodus einfach ist, dass man unendlich von diesen Blasen hat und unendlich Zeit. Also echt angenehm, wenn man gechillt spielen will. So, jetzt habe ich die wieder. Und jetzt brauche ich noch die eine. Die da ist. Ah, die war in dem ersten grauen Block. Okay, puh, wir haben alle. Sehr schön. Dann nur noch ab ins Ziel und dann sehen wir, was passiert, wenn wir ein Level komplett haben. Wahrscheinlich kriegen wir einfach so ein Sternsymbol dran oder so, nehme ich an. So, drei Krönchen haben wir hier. Alle komplett. Zick. Weiter. So, wir kriegen alle schwarzen Münzen. Du hast Rallye-Tickets erhalten. Okay, man kann sich auf jeden Fall Rallye-Tickets so in jedem Level freischalten. Die braucht man ja auch, um die ganzen Toads zu bekommen, um die Gebäude zu bauen. Ah ja, und jetzt haben wir alle drei Farben da unten. Pink, lila und schwarz. Das ist echt merkwürdige Farbwahl, aber ich nehme es hin. Ja gut, dann würde ich sagen, was ist mit einem kleinen Video zu Super Mario Run. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Wenn euch das Spiel gefällt, holt es euch im Play Store. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüss.